In der vergangenen Woche mussten wir die größte Flugplanänderung unserer Geschichte durchführen. 4,5 Millionen Buchungen mussten wir verändern. Das bedeutet zum einen, dass ein Großteil Ihrer Reisen nicht so wird stattfinden können, wie das ursprünglich geplant war. Und zum anderen konnten viele von Ihnen uns nicht im Service Center erreichen, zu einem Zeitpunkt, wo Sie uns dringend gebraucht hätten. Ich verstehe, dass Sie darüber enttäuscht sind, denn wir sind es genauso. Und deshalb möchte ich Sie heute in aller Form dafür um Entschuldigung bitten. Wie kam es dazu? An einem normalen Tag erreichen uns etwa 30.000 Anrufe im Callcenter. In der vergangenen Woche waren es an einem Tag teilweise mehr als 500.000 Anrufe. Und auch wenn wir zahlreiche Maßnahmen ergriffen haben, um uns darauf vorzubereiten, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die telefonieren können, sind im Einsatz, auch aus der Verwaltung und dem Backoffice. Aber mit dieser Menge konnten wir leider nicht fertig werden. Sie fragen sich bestimmt, hätte man das nicht anders machen können? Und wir haben sehr sorgfältig abgewägt, ob wir nicht beispielsweise einen rollierenden Flugplanwechsel machen. Das hätte wiederum für Sie bedeutet, dass wir Ihre Buchungen mehrmals hätten verändern müssen. Und diese zusätzliche Last wollten wir Ihnen in der aktuellen Situation unbedingt vermeiden. Normalerweise sind wir auf große Ereignisse aller Art, Wetterkapriolen etc. gut vorbereitet und können Ihnen in der Regel, wenn es mal nicht so läuft wie geplant, direkt und automatisch eine Alternative anbieten. Nun hatten wir in der vergangenen Woche eine derartige Menge an Umbuchungen zu leisten. Darauf waren bisher unsere Systeme einfach nicht ausgelegt. Dazu kommt, dass wir ab Herbst zwar bis zu 90% unserer Destinationen wieder anfliegen möchten, das allerdings bis auf Weiteres nicht in der gewohnten Dichte oder Frequenz durchführen können. Das bedeutet, dass schlichtweg nicht genug Flüge pro Tag oder pro Woche verfügbar sind, damit wir sie automatisch auf diese Flüge umbuchen können. Andererseits heißt es auch, dass wir Ihnen gegebenenfalls auch mal einen Flug an einem anderen als ursprünglich geplanten Tag anbieten müssen. Unser wichtigstes Ziel dabei ist es, im Rahmen der Möglichkeiten Ihnen Planungsstabilität zu bieten, auch wenn wir natürlich davon ausgehen müssen, dass im Kontext von sich ändernden Reisebestimmungen wir auch den ein oder anderen Flug in Zukunft nochmal werden anfassen müssen. Zunächst kann ich Ihnen versichern, meine Kolleginnen und Kollegen brennen dafür, für Sie da zu sein und eine Lösung für Ihr Anliegen zu finden. Dass uns das derzeit nur teilweise gelingt, tut uns weh. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen hier jeden Tag an ihre Grenzen und teilweise auch darüber hinaus. Nichtsdestotrotz wird es in der aktuellen Lage noch ein paar Tage dauern, bis sich die Situation zunehmend stabilisiert. Deshalb möchte ich Sie bitten, nutzen Sie, wo immer möglich, die Funktionalitäten auf unseren Websites zu Themen wie Umbuchungen, aber auch für Informationen dafür, was Sie vor, während und nach Ihrer Reise erwartet. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles dafür tun, dass wir bald wieder so für Sie da sind, wie Sie es zu Recht von uns erwarten können. Und ich bedanke mich von Herzen, dass Sie in dieser außergewöhnlichen Zeit diesen Weg mit uns gemeinsam gehen.